Das war buchstäblich Zeitverschwendung. Ich war der Meinung, ich hab mir das irgendwie besser vorgestellt. Ja? Ich habe mir vorgestellt und eingebildet, dass das bestimmt eine coole Sache ist. Aber scheiße war es nicht. Gut, das ist eigentlich gut zu wissen, da brauche ich mich damit nicht rumärgern. Natürlich kann man das machen, aber es ist ein bisschen nicht übers Ziel hinausgeschossen, aber es ist nicht wirklich, wofür der Sequential Fabricator gedacht ist. Nein. Gut, haben also festgestellt, dass das keine gute Idee ist. Und deshalb machen wir das hier wieder zu. Wir haben wieder was gelernt, wir sind alle wieder ein bisschen reifer geworden. Und jetzt können wir erst einmal diesen teuer erkauften Advanced Solar Generator oben auf die Basis stellen, wenn wir noch ein bisschen Kabel mitnehmen. Basic. So. Immer noch Basic, verdammte Basic-Kabel. Gut. Also, wieder ein Minecraft-Tag umsonst gewesen. Dahin, oder? Ja, wunderbar. Jetzt durften wir um die 650 Redstone-Flags haben. So ungefähr. 1000 verbrauchen wir, ist natürlich immer noch kein guter Schnitt. Aber wie gesagt, 1000 verbrauchen wir, wenn alle Maschinen gleichzeitig laufen. Was scheinbar ziemlich oft der Fall zu sein scheint. Okay, das ist schlecht. Dann machen wir den wieder aus. Und dann bauen wir vielleicht erst einmal, das ist eine Advanced Energy Cube. Vielleicht bauen wir mal ein Elite Energy Cube. Elite Control Circuit. Okay, Moment. Wir brauchen Reinforced Alloys und zwar 4x, 6x, 8x. Okay, 8x Reinforced Alloys. Also Infused Alloy. Okay, da haben wir jetzt ein paar. Und das mit Diamanten. So, und wenn wir so viel brauchen, dann können wir ruhig hier einmal in die Enriching reingehen. Da machen wir das kurz aus. Keine Ahnung, 2. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. Ich habe da Eject Off gesagt. Achso, das ändert nichts, weil er kein Eject braucht. Der wird so oder so selber exportiert. Okay, dann ist egal. Denn exportiert es ruhig. Hauptsache ist, ich habe schon wieder drauf geklickt. Hauptsache, es geht nicht. Enriched Carbon. Was macht denn das hier? Ist Enriched Carbon nicht eigentlich? Ach nee, Enriched Iron. Enriched Carbon habe ich wirklich zum Enrichen. Ja. So, jetzt macht das mal einfach. Ach so, einer hat schon gereicht. Okay, eine seltsame Anzahl hat er gemacht. Er hat 6 gemacht? Jetzt ist empty. Hä? Okay, das war seltsam. Aber egal, wir haben genug. Und haben jetzt da diese Reinforced Alloys. Gut. Elite Control Circuit, Advanced Control Circuit. Brauchen wir 2. Und Elite Controller brauchen wir auch 1 und 2. Aber das ist gar nicht so schlimm. Und da ist Holz in der Mitte, wie seltsam. Okay, Elite Tier Installer. Das ist gar nicht so schlimm gewesen. Also, und seht da, ohne den Digital Miner, natürlich, ohne den Digital Miner arbeiten auch die anderen Factories nicht, weil sie keine Materialien kriegen. Natürlich steigt der Strom dann. Bam! 25 Megaflux. Gut, das ist schon mal nochmal besser. Okay, jetzt gucken wir mal. Boop. Gibt es denn ein Applied Energistics Handbuch? Wahrscheinlich nicht, wa? Oder doch, ich kann. Da gibt es doch irgendwo so ein Information Tablet oder sowas. Es gibt irgendetwas. Es gibt so eine Art Ingame-Wiki, bin ich der Meinung. Irgendwas war da doch mal. Oder lüge ich? Ich will nicht immer lügen. Ich glaube. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das mal gab. Weil ich weiß nicht so richtig, ob der Crafting-Computer wirklich so 100% selbsterklärend ist. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts, was irgendwie nach Information-Tablet aussieht oder nach Handbuch oder sowas. Nee, nicht so wirklich. Na schön, dann müssen wir mal gucken. Spatial Pylon, Quantum Link Chamber, Spatial I.O. Port, irgendwie Interface, Workbench, Matter Condenser, Energy Acceptor, Vibration Chamber. Bei manchen Sachen weiß ich, was sie tun, aber ich soll verdammt sein, wenn ich noch weiß, wie das funktioniert hat.
Crafting Unit, Crafting Co-Processing Unit, Crafting Storage. Man musste irgendwie... Ich glaube... Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Man musste irgendwie eine Art Würfel bauen oder so. Und darin konnte man dann verschiedene Blöcke in einem Schachbrettmuster anordnen, wenn man von allem gleich viel haben will. Und ich glaube, das war diese Crafting Unit. Und dann gab es eine Crafting Co-Processing Unit, was meiner Meinung nach erlaubte, mehrere Sachen gleichzeitig zu machen. Und die Crafting Storage brauchte man, um halt Sachen zu lagern. Also um Rezepte zu lagern. Wir bauen einfach mal und ich glaube, die Blöcke werden wir schon brauchen und für irgendetwas benutzen können. Also das wird kein Verlust sein, aber wir bauen die erst einmal und gucken, ob das einfach so funktioniert. Weil ich glaube, ich habe vor einigen Staffeln irgendwie in Feed the Beast Inventions oder so auch mal was gebaut und ich glaube, das habe ich einfach nur so hingestellt und das war zwar relativ langsam, aber das ging schon. So, und das probieren wir einfach mal, okay? Crafting Unit. So, jetzt habe ich zweimal drauf geklickt. Calculation brauchen wir. Also Calculation mit Certus Quartz und Logic war mit Gold, genau. Also, Certus Quartz und Gold. So. Dann gib mal Calculation und Logic. So. Und Calculation war jetzt Certus Quartz, genau. Oh, aber nicht so viel. Oh. So. Oder weißt du was? Mach doch ein paar mehr. Ist eigentlich egal. Mach ein paar mehr. So, dann haben wir wenigstens schon mal. Und da mach mal 5 von mir aus. Und dann haben wir hier Inscriber Silicon. Wir haben kein Silicon mehr. Mann. Oh, guck mal, wie viel Certus Quartz wir haben. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht in Ordnung, dass wir da so viel von haben, aber... Ah, jetzt kommt das Geräusch der Solar Panels durch. Jetzt haben wir da so viele stehen. Jetzt stapeln sich die Geräusche. Und einzeln waren sie noch zu leise, aber jetzt kommen sie alle zusammen und dann hört man sie. Das ist natürlich nicht so geil. Redstone. So, kommt da rein und dann kommt es da raus. Ich weiß. So, und die kommen da noch raus. Gut. Ja, das reicht. So, bam, bam, bam. Gut, dann machen wir erstmal Logic Circuit. Oh, guck mal, wie schön schnell das geht. Und wir könnten immer noch eine weitere Acceleration Card reinmachen, oder? Supported by... Ach nee. Ja doch, wir könnten noch eine Acceleration Card reinmachen. Wäre gar kein Problem. Bin ich zumindest der Meinung. Ja, ich meine, es sind ja 5 Slots. Ich meine, ja, es geht schön schnell und so. Und ja, da brauchen wir eigentlich nicht weiter drüber reden. Aber trotzdem, da wäre halt noch Luft nach oben. Und ich meine, wenn Luft nach oben ist, also warum denn nicht, ne? Gut, Redstone kommt da wieder rein und den Rest brauchen wir da nicht reintun. Der kommt von alleine da rein. Und dann gucken wir mal, dass wir eine Crafting Unit bauen. Bam. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Prozessor oder so. Dann brauchen wir die Crafting Co-Processing Unit. Co-Processing Unit ist, glaube ich, optional, weil die den Crafting Unit nimmt, nur mit dem Prozessor kombiniert. Und ich glaube, wie gesagt, je mehr Crafting Co-Processing Units man hat, desto mehr kann er, glaube ich, Sachen gleichzeitig craften. Ansonsten kann er nur eine Sache gleichzeitig machen. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Es könnte auch sein, dass wir für jeden zusätzlichen Schritt eine Crafting Co-Processing Unit brauchen. Keine Ahnung. Okay, Crafting Unit brauchen wir öfter. Das ist gar nicht mal so geil. Oh nein, jetzt fehlt das Flux-Cable. Ach, jetzt fehlt der Flux-Crystal. Ach, komm schon. Fluix Dust, okay. Und den konnten wir doch, den konnten wir vervielfältigen einmal, genau. Und in der Enrichment Chamber können wir einfach so reintun. So, machen wir mal 14, bevor wir den jetzt wieder in einen Loop schicken und wieder verdoppeln. Das brauchen wir erst einmal nicht. So, also wir müssen so oder so mehr Crafting Units craften. Ist auch super. Und die sind scheinbar immer die Basis für alles. 1K Crafting Storage. Wir haben sogar noch ein Component gehabt, was interessant ist. Okay, jetzt ploppen wir die mal einfach irgendwo hin und gucken, was passiert. Crafting Unit, Crafting Co-Processing Unit. Die haben sich jetzt schon mal verbunden. Und dadurch waren sie hier... Okay, Crafting Status. Wir brauchten aber doch auch irgendetwas, wo man
Energy Acceptor. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen, eine Co-Processing Unit. Ein Crafting Monitor. Was ist denn jetzt passiert? Ein Crafting Monitor brauchen wir, glaube ich. Oder? ME Pattern Provider. Ja, das... Ja, ein Pattern Provider. Das war irgendwie was. Gehen wir nochmal schnell schlafen, weil wir müssen ja diese Pattern herstellen und ihm praktisch ein Rezept speichern, was er dann abrufen kann. Und ich glaube, das war irgendwas damit. Molecular Assembler brauchen wir doch auch, oder? Das ist, glaube ich, der es wirklich herstellt. Die anderen berechnen das nur. Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir müssen einfach ein paar Blöcke bauen und gucken, was passiert. Und wenn irgendetwas fehlt, dann merke ich es ja. Und dann bauen wir halt noch was. Das ist ja auch nicht der endgültige Platz. Pattern Provider. Ja? Ja, genau. Wir können Pattern herstellen und die dann hier reinmachen und damit dem System dieses Rezept praktisch zur Verfügung stellen, glaube ich. So, und jetzt bauen wir noch einen Molecular Assembler. Einfach, weil ich es nicht besser weiß. So. Formation Core. Oh, sehr schön, weil wir zu viele Prozessoren gemacht haben. Annihilation. Fantastisch. Quartz Glass. Ah, großartig. So viele Crafting Tables gibt's ja nicht. Vielleicht sollte ich mal 1 Million herstellen oder so. So, Molecular Assembler. Der kommt dahin. Ich glaube, der ist das, der das wirklich craftet. Ah, der Molecular Assembler scheint die Pattern herzustellen. Und der Pattern Provider speichert die Pattern. Und die Crafting Unit und Crafting Storage macht das alles. Okay, jetzt kommt alles zusammen, wenn es denn so funktioniert. Pattern. Gucken wir mal. Blank Pattern. Genau. Bam. Sehr schön. Das sollte eigentlich unser erstes Pattern werden, damit wir Blank Pattern herstellen können. So. Dafür können wir... Molecular Assembler. Nein. Mist. Wie war denn das? Man musste doch irgendwie Crafting Status. CPU 1. Ja, okay, das ist schon mal schön. Terminal Style? Ja, nee, brauchen wir nicht. Was ist das? View Cells. Ach, das sind einzelne Cells, okay. Aber wie war denn das mit diesen Blank Pattern? Man musste die doch irgendwie... Oder konnte man die einfach öffnen? Nee. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Man hatte irgendwie ein Interface und konnte da dann ein Rezept reintun. Vielleicht ist der Molecular Assembler auch was Einfaches. Blocking Mode. Crafting Status? Ja. Pattern. ME Pattern Encoding Terminal. Das klingt gut. Das würde ich einfach mal behaupten. Ein Engineering Processor ist mit einem Diamanten. Okay. Dann machen wir mal einen Engineering Processor mit einem Diamanten. Engineering Processor. Bam, bam. Und dann nehmen wir den hier. Engineering. Und das. So. Okay. Ein Engineering Processor. Denn brauchen wir dafür aber auch noch ein ME Crafting Terminal. Ein Calculation Processor mit Quartz. Okay. Moment. Wir kriegen das hin. So, Calculation Processor mit Quartz. So, okay. Und dafür denn brauchen wir noch ein Crafting Terminal. Alter, das gibt's doch nicht. So. Und ein ME Terminal, ein Illuminated Panel. Ach, Quartz Glass, meine Fresse. Das dreht sich immer so lange im Kreis, das gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob man das braucht neben einem normalen Crafting Terminal oder ob das Pattern Encoding Terminal auch ein Crafting Terminal sein kann. Das weiß ich immer nicht so genau. So, ob das praktisch ein Upgrade für das ist, was wir haben, oder ob wir dann beides brauchen. Wollen wir mal gucken. Bob. Oh, das können wir. Nee, das kann der Ersatz dafür sein. Da hätte ich das Crafting Terminal gar nicht bauen müssen, weil das ein Ersatz ist. Da hätte ich einfach mein Crafting Terminal nehmen können, was ich schon hatte, und das mit dem hier ersetzen. Das Pattern Encoding Terminal ist ein Upgrade dazu. Okay, ist in Ordnung. Dann kommt das Crafting Terminal für schlechte Zeiten da rein. So, Blank Pattern. Die können... Okay, Blank Pattern. Bam. Und jetzt möchte ich, dass das hier Encode Pattern. So, Crafting Pattern crafts 2 Blank Pattern.
Okay. Das kann denn da rein? Nee, wahrscheinlich kommt es eher da rein. Genau. Glaube ich. Wenn wir jetzt sagen Blank Pattern, dann steht da Craft. Wenn ich da draufklicke, dann kann ich sagen 1, Next. Und dann sagt er da Available 2, Available 3, Available 1, Available 3. Okay, scheint er scheinbar herstellen zu können. Crafting CPU Automatic oder 1. Okay, Start. Hat er gecraftet, fertig. Das ist jetzt natürlich nicht so beeindruckend, aber es ist ein Start und das ist sehr wichtig. Okay. Das ist ja interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so viel davon haben, auch von dem Quartzglas und so. Aber gut, wir haben erstmal Blank Pattern automatisiert, weil wir das immer wieder brauchen werden. Ich weiß nicht, was der Molecular Assembler macht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder irgendwie schon wieder ein Block zu viel oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber das macht doch nichts. Ja, sagen wir Advanced Solar Panel. Bam. Was, wo wir tatsächlich genug von haben. Nee, haben wir nicht. Wir haben keine Solar Generator, oder? Genau. Das ist nämlich der Unterschied. Wir brauchen schon das normale Crafting Terminal. Weil, wenn wir jetzt hier Solar Panel reinmachen, dann zeigt er hier das zwar, aber wir haben die Materialien gar nicht. Wir können das nicht rausnehmen. Das heißt, das eignet sich nicht so gut zum Craften, weil in diesem Terminal immer alles angezeigt wird. Und es wird einem nicht gesagt, dass es ein Ghost Image ist. Und das ist wahrscheinlich ungünstig, danach irgendetwas zu suchen. Weil, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehe ich, okay, das und das fehlt. Aber wenn ich in dem Terminal draufklicke, dann steht da, dass überhaupt nichts fehlt, weil das nur Ghost Images sind. Aber das sehe ich nicht. Dann versuche ich es zu craften und ich weiß nicht, was fehlt. Okay, das ist was anderes. Encode Pattern. So, Crafting Pattern. Und das sieht man hier bei dem Crafting Pattern natürlich nicht. Normalerweise ist das immer das Ergebnis von dem, was gecraftet wird. Aber hier wird ja ein Blank Pattern gecraftet, deshalb hat man das nicht gesehen. So. Dann brauchen wir natürlich auch für den Solar Generator ein Pattern. So. Und dann brauchen wir natürlich auch für das Solar Panel ein Pattern. So. Und dann müssen wir erstmal noch ein Pattern bauen. So, und da könnten wir jetzt, wir stellen einfach nur eins her, was soll's, und da fehlt jetzt Quartzglas. Okay, deshalb stellen wir kurz Quartzglas her. Gib mal her, hier, so, bam. Ach nein, ach Gott. Ja, das ist ein Problem. Quartzglas, weil da kann man nicht craften an dem Terminal. Quartzglas. Und dann werden wir hier dem sagen, machen Pattern, so, Next, Start. So, und dann haben wir wieder zwei. Vielleicht sollte ich hier auch einstellen, dass da nur Craftable Items angezeigt werden. Dann wird hier nur angezeigt, was man craften kann. Dann sehe ich sofort, dass ich im falschen Inventar bin. Und wenn hier Stored Items ist, dann wird hier gar nichts zu craften angezeigt. Deshalb nur Craftable, damit ich nicht durcheinander komme, in welchem Inventar ich bin. Ja. Und wenn ich hier drauf klicke, dann kann ich auch craften. Ist in Ordnung. In dem können wir ruhig beides anzeigen, aber in dem anderen wäre es verwirrend. Dann will ich eigentlich auch, dass wir Quartzglas auch reinmachen, weil in dem Pattern, haben wir ja gesehen, ist Quartzglas mit drin. Und wenn uns das fehlt, ja, wäre doof. So. Da, achso, Energy Tablet. Genau, Energy Tablet fehlte auch noch. Das haben wir als Rezept. Die haben wir als Rezept, dann brauchen wir nur noch das Energy Tablet als Rezept. So. Der wird keine craften, wenn wir welche haben. So intelligent ist das System. Gut, dann craften wir mal einen Solar Generator. Und es ist alles da. Available 3 to craft 9. Ist kein Problem, hat er. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen 2 haben, geht auch. Wenn wir sagen, wir wollen 10 haben, dann sagt er, wir brauchen 2. 244 Redstone Dust fehlen, 44 Gold fehlt, 233 Infused Alloys fehlt. Das ist natürlich Quatsch. Wir machen mal 2. So, Start. Und dann, ach doch, der Molecular Assembler craftet die Sachen tatsächlich. Da sieht man, glaube ich, wie die Sachen aufploppen, wie die kurz flashen und wie er das craftet. Und ich denke mal, je mehr Crafting Processing Units wir haben und je mehr Dingens wir haben, desto schneller wird das gehen.
Gut. Achso, im Crafting Status hat ihn natürlich gucken können. Da hätte das drin gestanden, was er wirklich gerade macht. Okay, wir haben zwei Solar Generator. Wenn ich jetzt hier, glaube ich, mit Steuerung... Nee, mit Shift? Nee, wie war denn das? Craftable. Man konnte irgendwie eine Taste gedrückt halten und dann hat er das gecraftet, obwohl man noch was hat. Mit Shift war es... Mit Steuerung war es nicht. Mit Alt war es nicht. Mit Shift ist natürlich auch nicht. Ich weiß nicht. Man konnte irgendwie eine Taste gedrückt halten und dann hat er das gecraftet, auch wenn da nicht steht Craft. Weil es könnte ja sein, dass man irgendwie eine Million Items hat, aber man braucht 2 Millionen. Und dann hätte man das in Auftrag geben können, ohne es erst rausnehmen zu müssen. Aber in dem Fall können wir auch einfach hierhin wechseln und da auf Craft drücken. Okay, ist egal. Wir haben nochmal 2 weitere. Das ist gut. Und nochmal Basic Universal Cable. Und ich glaube, es ist schon wieder Nacht, ne? Naja, fast. Okay. Dann wollen wir mal den hier dahin stellen. Ah, perfekt. Ein richtig schöner... Ja, eigentlich nicht perfekt, weil es sieht grausam aus. Nämlich so. Kein Problem, sagt ihr? Naja, wartet mal ab. Ach nee, so. Ah, ja stimmt, ich brauche ja gar nicht... Ich dachte jetzt, ich müsste hier auch was machen und dann wäre es furchtbar. Aber so ist es nicht schlimm. Okay. Das ist völlig in Ordnung. Gut. Jetzt haben wir... Was hatte ich vorher gesagt? 600, ne? Dann haben wir jetzt über 800. Also ich glaube, wir sind jetzt relativ gut dabei. Mal gucken, ob das angezeigt wird. Out 112,8. So. Jetzt hole ich mal kurz mein schlaues Gerät raus. 112,8. Und wir haben hier 6. Mal 6. Sind 676,8. Plus die 80 von unten sind 756. Gut, also keine 800. Aber wenn wir jetzt noch 2 dazu machen, 240, dann sind wir bei 1000. Ziemlich genau.